Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Video mit mir. Und zwar habe ich meine Hörnchen heute weiter bestückt, habe noch ein bisschen was dazu gebastelt. Ich zeige euch mal kurz eines. Also liebe Christine, so sieht dein Tauschhörnchen jetzt aus. Bestückt, bepackt, vollgestopft. Und ja, da kommt jetzt noch deine Karte dazu und noch ein, zwei kleine Goodies und dann geht die Süße auf die Reise. Genau, das habe ich heute gemacht und da habe ich eine Idee von der Christine übernommen und zwar hat sie kleine Bonbons gemacht. Sie hat aus Pappe, ich zeige euch das mal kurz, und zwar hat sie einfach aus Pappe. Ich mache das jetzt nur mal ganz schnell. So, dann hat sie das befüllt mit kleinen Goodies, wirklich kleinen Goodies, Perlchen oder kleine Sticker oder so. Und dann an der Seite auch noch mal zugetackert. So, zum Beispiel. Und dann hat man praktisch so ein kleines Bonbon und die passen super in die Hörnchen und darum habe ich diese Idee natürlich von ihr übernommen. Und als ich dann so vor mich hingebastelt habe, ist mir was aufgefallen. Und ihr seht schon hier liegen, ist mir etwas eingefallen, genau. Und zwar habe ich bei Pinterest mal gesehen, Glückskekse. Ja, und die Idee fand ich so toll, das passt so gut zu den Bonbons, finde ich. Und darum habe ich Glückskekse gebastelt. Und wie ich das gemacht habe, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Ihr könnt das Ganze aus Papier machen. Das zeige ich euch auch ganz schnell. Aber ihr könnt natürlich auch, so wie ich habe jetzt Filz benutzt. Das funktioniert auch ganz super. Aber wir machen mal ganz schnell beide Varianten, denn das ist echt rucki-zucki gemacht. So, als allererstes brauchen wir wieder einen Kreis. Dann nehme ich natürlich meinen Kreisschneider wieder und schneide mir einen Kreis aus mit, jo, sagen wir mal so 9 cm Durchmesser. Ja, nicht gleich schimpfen, dass ich auf meiner Matte schneide, aber wenn ich nur das Papier so drehe, dann passiert der Matte gar nichts. Also zumindest bis jetzt nicht. So. Zack. Also ihr seht, Mathe lebt. So. Dann nehmt ihr diesen Kreis und klebt den hier oben einmal zusammen. Ich benutze dazu Heißkleber, weil das am besten hält und am schnellsten anzieht. So, dann kleben wir den einmal hier oben zusammen. Dann nehmen wir hier unseren Spruch. Also ich habe jetzt einfach Sprüche aus dem Internet ausgedruckt. Den schieben wir hier so rein. Aber ihr könnt natürlich auch eure eigenen Sprüche, eure eigenen Texte oder eine kleine Grußbotschaft reinpacken. So. Und dann knicken wir das hier in der Mitte und versuchen, so gut es geht, dass die Kanten sich hier aufeinander treffen. Also, dass die Kanten hier aufeinander treffen. Und dann kleben wir das Ganze hier unten auch einmal zusammen. So, drücken das hier so ein bisschen zu, damit uns nicht alles rausfällt. So. So, und dann haben wir schon unseren Glückskeks fertig. Jetzt ist mir das aus Papier aber alles zu starr und zu. Sieht zwar auch schön aus, keine Frage, kann man bestimmt gut machen. Vielleicht keinen Fotokarton nehmen oder Designpapier, sondern einfach normales, dünneres Papier. Also, das funktioniert auch super. Ich habe mir dann meinen Filz geschnappt und habe das Ganze aus Filz gemacht. Und das funktioniert richtig gut. Also, ihr nehmt euer Zettelchen, knickt es wieder
und leg das hier oben rein. Dann nehmen wir unsere Heißklebepistole. So, und versuchen den Zettel natürlich nicht festzukleben. So. Also unser Zettel liegt jetzt hier so drin. Und dann knicken wir das Ganze einfach so zusammen und machen hier auch noch mal einen Klebepunkt hin. Also das geht wirklich super mit der Heißklebepistole. So. Und fertig ist unser Wunschkeks, Glückskeks, genau. Und hier ist dann der Zettel. Hier müsstet ihr wahrscheinlich den ganzen Keks kaputt machen. Bei den Stoffkeksen kann man schön hier reingreifen und den Zettel rausziehen. Oder einfach nochmal, wenn ihr euch zu weit rausschaut, ein bisschen reinschieben. Das Ganze wieder in Form ziehen. Und schon habt ihr Glückskekse. Ja, ich habe dann immer zwei Glückskekse zusammen in so ein Tütchen gepackt. Hier oben eine Banderole dran gemacht und viel Glück drauf geschrieben. Ja, fand ich total niedlich. Wir machen nochmal schnell den letzten, den ich hier so habe. Und ja, und Filz zum Beispiel bekommt ihr ganz günstig bei Teddy. Da kaufe ich meinen Filz ganz gerne, weil er nicht so fest ist. Da kann man solche Sachen hier zum Beispiel super mitmachen. So. Und dann stecke ich hier meinen Finger so rein. Mache da ein bisschen Kleber drauf und drücke das Ganze dann hier so zusammen. Zack, und schon ist unser Keks fertig. Ja, wie gesagt, ihr müsst halt aufpassen, dass ihr nicht den Zettel darin festklebt. Dann hat der Nächste, der den Keks bekommt, natürlich nicht so viel Freude dran. So, und das war's auch schon. So schnell habt ihr dann eure Kekse fertig. Dann nehme ich mir hier so ein Tütchen. Das sind diese ganz normalen Zellophantütchen vom Action. Da packe ich dann zwei rein. Ich weiß auch nicht, was dieser Keks euch bringt, weil ich habe die Sachen ausgedruckt, aber jetzt nicht gelesen, was ich wo reingetan habe. Weil das soll ja auch eine Überraschung sein. So, dann verschließe ich das. Schüttel die Kekse schön nach unten. Nehme mir dann hier so einen. Die habe ich mir vorgeschnitten. In dem Fall sind sie 11 x 8 cm und bei 4 cm gefalzt. Dann nehme ich mir meine. Ja. Meine ATC. Mach hier, da und da einen Streifen Klebe. Ihr könnt auch doppelseitiges Klebeband benutzen. Und dann lege ich das hier so zur Hälfte rein, damit der obere Streifen frei bleibt, damit das Papier da so schön zusammengeklebt wird. Und ja, sieht doch richtig süß aus. Dann habe ich mir hier noch solche Etiketten einfach ausgestanzt, viel Glück drauf geschrieben und dann packe ich dann hinten einfach so ein 3D-Pad drauf, klebe mir das hier drauf, so. Und schon hat man eine richtig süße, also ich finde das echt süß, ein kleines süßes Mitgebsel. Und ja, viel Glück kann wirklich jeder gebrauchen. Ja, falls ihr euch wundert, dass im Moment Versand bei mir ein bisschen länger dauert, nicht wundern und nicht böse sein, aber ja, privat ist im Moment nicht so schön. Mein Papa ist krank und ja, da geht es einem dann doch nicht so gut. Der muss jetzt erstmal operiert werden und dann müssen wir schauen, dass alles wieder gut wird. Und darum ist in den letzten Tagen ein bisschen was liegen geblieben. Also seid mir bitte nicht böse, wenn es ein bisschen dauert. Ich bin aber dabei, alles abzuarbeiten und ja,
Es kommt. So, genau. Das wollte ich euch noch zeigen. Das sind meine Glückskekse. Und die kommen jetzt in meine Wunschpäckchen, in meine Tauschpäckchen und zu meinen KTK-Karten eventuell dazu. Hier in meinem Hörnchen, da ist auch schon ein Päckchen drin. Genau, und so schaut das dann ganz aus, wenn das alles fertig verpackt ist. Wie gesagt, das ist jetzt schon fertig. Und da freut sich auch schon jemand riesig drauf. Ja, ihr Lieben, damit verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, die Idee gefällt euch genauso gut wie ich. Die kann man ja auch zwischendurch einfach mal so machen. Ich habe noch einige Textstreifen hier liegen. Also ich werde da bestimmt noch einige von machen. Filz habe ich auch noch genug. Ja, und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Lasst es euch gut gehen. Genießt das Wetter. Es ist ja mittlerweile nicht mehr ganz so warm. Und seid kreativ. Bis dahin verabschiede ich mich von euch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.